koja danas sama vlada u Hamburgu su se isto zajasnili, odnosno izjasnili na tu temu. 2010-a vačerđeta mi da hvaviši nakovala kate, onda tam gleda kala manuša. Međutim, ono vas želim cari ne, upalima kate će vena manuša. A on kada bori ne napete, te ne ugam više kala. Vraiment, la situation ist sehr un peu dur. In Horst ist es sehr schwierig. Wirklich, die Situation ist ein bisschen hart. Was ich sagen kann, man spricht von den Menschenrechten. Man sollte den Kodex der Migration einhalten, weil wir alle Menschen sind. Es gibt keine Schwarzen und Weißen. Die Konvention der Menschenrechte ist europaweit unterzeichnet worden. Ich finde das wichtig, gerade wenn wir von Deutschland sprechen, das eines der mächtigsten Länder der Europäischen Union ist. Aber davon kann man jetzt nichts sehen, denn das, was man hier erlebt, ist nicht gut. Für mich ist es, wie im Gefängnis zu sein. Im Gefängnis ist es so nicht, aber hier ist es wie in einem Gefängnis. Du bist genervt. Die kleinen Kinder gehen nicht zur Schule. Es gibt keine Sprachkurse für die Migranten, die kein Deutsch sprechen. Die 3 Monate, die du hier bist, könntest du doch dafür nutzen, um in die Schule zu gehen, um etwas zu lernen. Wenn du rausgehen könntest, könntest du mit den Deutschen sprechen. Das würde dir die Möglichkeit geben, Kontakt zu den Deutschen zu knüpfen. Aber du kommst hierher, man sperrt dich ein für 3 Monate. 3 Monate schreibt man in deine Papiere. Da steht 3 Monate, aber sie lassen dich nicht nur 3 Monate hier bleiben. Wie lange bleibst du also hier? Das hängt von Ihnen ab. Sie befehlen das. Das hängt davon ab, was in den Papieren geschrieben steht. Aber für mich hängt es nur von Ihnen ab. Wenn du eine Sache gemacht hast, musst du eine Strafe zahlen, die du ihnen schuldest. Ein Migrant, der hierher kommt, der weiß doch nichts. Wenn er Dummheiten macht, muss er Geld bezahlen. Wann soll er das bezahlen? Wo soll er das bezahlen? Du musst ihm Arbeit geben, damit er das bezahlen kann. Oder die Freiheit oder ihm das Menschenrecht zugestehen. Den Respekt. Es gibt keinen Respekt hier. Es gibt Leute aus Afghanistan, aus palästinensischen Gebieten, aus Serbien. Es gibt Leute aus Syrien, aus Ghana, aus Mauretanien. Es gibt noch andere Nationalitäten, die ich jetzt nicht weiß. Aber sie können sich in ihren Sprachen nicht ausdrücken, weil sie ihre Muttersprache sprechen. Aber hier spricht man nur Deutsch. Jemand, der im Asylbereich arbeitet, normalerweise müsste der 4 oder 5 Sprachen sprechen. Es geht schließlich um Migration. Weißt du, die Migranten kommen aus den verschiedensten Ländern. Für mich ist das normal. Aber hier sprechen sie nur Deutsch mit dir. Das ist nicht gut. Es gibt hier keinen Respekt vor den Menschenrechten. Sie werden nicht respektiert. Für mich gibt es das hier nicht. Wir sind 4. In jedem Zimmer sind 4 Personen. In den Zimmern darfst du nicht einmal Tee kochen. Wenn du Tee kochst, stellen sie sofort den Strom ab. Wir kochen ja nicht einmal. Ein paar Sachen sind notwendig. Einen Kaffee oder einen Tee aufgießen, Wasser kochen, das ist nötig. Das gehört zum Leben dazu. Aber dieses Recht geben sie uns nicht. Ich habe Probleme. Seit 1 Monat und 10 Tagen bin ich hier. Jeden Tag bekommt mein Kind die gleiche Portion, ein Stück Fleisch und Käse. Was hat das Kind getan? Abends um 17 Uhr bekommt das Kind die gleiche Portion, ein Stück Käse. Aber gegen 22 Uhr hat das Kind wieder Hunger. Wenn ich dann kochen möchte, ist es verboten. Wenn ich etwas aus der Cafeteria mitnehme, zum Beispiel Milch für das Kind, dann wird das genau kontrolliert. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wenn man das Lager verlassen will, muss man die Ausweise abgeben. Wenn man wiederkommt, kriegt man seinen Ausweis zurück. Wenn man 1, 2 Tage zu spät kommt, wird mit Abschiebung gedroht. Es wird alles protokolliert. Die Kleidungssituation hier vor Ort ist ziemlich schwierig. Es gibt eine Kleidungskammer, die aber nur sehr wenig Kleidung an die Leute ausgibt.
Teilweise laufen Kinder hier im Winter noch mit Latschen rum. Und deswegen sammeln wir eigentlich immer, wenn wir herkommen, also auch im Sommer 2010, Kleidung in den Orten, wo wir aktiv sind. Das heißt, wir bitten Freunde, Kleidung zu sammeln, machen Werbung dafür, ja, und bringen die dann her. Und das wird immer auf jeden Fall sehr dankend angenommen. Und die Situation ist einfach auch so, dass es gebraucht wird. Die Leute bekommen nur ganz wenig Geld. Das heißt, sie bekommen ein Taschengeld von 40 Euro. Davon können sie sich natürlich keine Kleidung selber kaufen. Und das, was sie bekommen, ist, wie gesagt, sehr dürftig.